Es ist unfassbar, aber es gibt einige Bürger in unserem Land, die die Hilfe der Feuerwehr oder des Technischen Hilfswerks kategorisch ablehnen. Viele von ihnen kommen aus der Querdenkerszene und dem rechtsradikalen Milieu. Sie verbreiten ihre Ablehnung gegen Institutionen und unsere Demokratie insgesamt mit Falschmeldungen über durchaus reichweitenstarke Akteure auf Plattformen wie Telegram. Sie nutzen die Krise aus. Dazu recherchieren unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort in den Katastrophengebieten und in Mainz begrüße ich Erik Beres vom Südwestrundfunk. Guten Abend. Guten Abend. Wer genau mischt sich da in den Katastrophengebieten unter die Helfer? Ja, wir sehen, dass in der Szene der sogenannten Querdenker wirklich im moment massiv mobilisiert wird. Wir erinnern uns, die Querdenker. Das waren die, die auf den Corona-Demos waren, die inzwischen ja auch bundesweit einzelne Akteure und Gruppen vom Verfassungsschutz beobachtet werden werden, wegen der Nähe zu Reichsbürgern und auch Rechtsextremisten. Und hier wird eben massivst in Social-Media-Kanälen beispielsweise zu Spenden aufgerufen aber auch zu Hilfen vor Ort. Und wir haben ganz konkret jetzt sehen können in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wir haben den Ort eben nochmal in dem Beitrag gesehen, da wurde vor einem Schulgebäude äh, quasi ein Lager aufgeschlagen von einem bekannten Rechtsextremisten, der auch schon wegen Holocaustleugnung verurteilt wurde. Und der hat von dort Propagandavideos quasi in die Welt äh, gesendet. Und äh, wir sehen auch andere Gruppierungen dort. Es gibt Essensausgaben, äh, man sieht Militärfahrzeuge. Und offensichtlich, so unsere Informationen, haben Querdenkergruppen eine bestehende Hilfsorganisation offensichtlich massivst unterwandert. Also, es ist ein Beispiel, wie versucht wird, aus dieser Szene, aus dieser Katastrophe letztlich Kapital zu schlagen. Ja, was bezwecken diese Menschen genau? Besteht da eine Gefahr? Naja, es geht, man könnte natürlich erstmal sagen, was spricht gegen jede helfende Hand, die vor Ort ist. Aber man muss doch sehen, dass diese Gruppierungen eben auch eine politische Botschaft mitbringen. Wir sehen Videos, wo dann massivst der Staat angezweifelt wird, wo das Staatsversagen, das angebliche, angeprangert wird. Wir haben ein Video gesehen, wo jemand sich regelrecht, regelrecht freut und sagt, guck mal, hier ist kein THW, hier ist keine Feuerwehr. Wir können eigentlich die BAD-Institutionen auch hinter uns lassen. Jetzt muss man natürlich sagen, die die Querdenker äh, Szene hat natürlich auch ein bisschen federn gelassen äh, durch die ähm, Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen. Da ist an Aktionsfläche viel verloren gegangen. Das ist vielleicht jetzt so ein letztes Aufbäumen. Aber Behörden, mit denen wir gesprochen haben und auch Experten nehmen das durchaus ernst. Denn dort, wo sie sich präsentieren, können sie natürlich auch Anschluss an die Mitte der Gesellschaft finden. Und in dem Fall eben bei Menschen, die sehr tief von einer ganz schlimmen Unwetterkatastrophe getroffen wurden. Und in den vergangenen Tagen gab es auch über Social Media gefährliche Falschmeldungen. Was haben Sie dazu herausgefunden? Das ist im Einzelnen nicht immer auf eine Gruppierung oder auf einen Akteur zurückzuführen, aber hier ganz konkret konnten wir jetzt sehen in Bad Neuner ahrweiler beispielsweise, da hat die Polizei gewarnt ähm, vor polizeiähnlichen Fahrzeugen. Äh, da steht dann, wenn man genauer hinguckt, Friedensfahrzeug drauf. Aber aus diesen Fahrzeugen wurden offensichtlich Ansagen, Durchsagen per Lautsprecher gemacht, äh, wonach offizielle Hilfskräfte, Polizei, Feuerwehr jetzt ihre Präsenz zurück. Fahren würden, also genau das, was sich Querdenker eigentlich wünschen ja und das kann man eigentlich nur als perfide in so einer Situation bezeichnen. Vielen Dank Erik Beres nach Mainz.